einen schönen guten, naja, nennen wir es mal Abend oder Morgen. Das passt ja auch gerade, ist ja gerade auch Abend geworden in der Minecraft. Da sind wir wieder in unserer wunderschönen kleinen schnuffigen Welt mit schnuffigen Tierchen. Wir hören auch wieder schnuffige Musik. Diesmal vergesse ich es nicht sofort zu Anfang zu sagen. Am Beginn des Allen, was da ist. Wir hören, siehst du, ich habe immer noch nicht nachgeguckt, wie man Werwölfe tötet. Naja, wir hören Zero Project. Der Künstler, das Ding, das Bum, das Bam. Mit dem Album Ambient Symphony. Ach, ist das nicht herrlich, wenn es so ambient ist und so symphonisch? Beim letzten Mal haben wir ja den Ausgang da drüben gefunden. Und hier verreckt gerade alles, ist auch schön. Und Geronimo! Ja. Und heute soll es wieder in den Untergrund gehen. Weil ich suche ja immer noch verzweifelt die Verbindung der zwei Höhlen. Ups. So. Verzweifelt aus dem Grunde, dass ich nicht verzweifelt suche, sondern ich möchte endlich diesen scheiß Übergang finden. Ja. Das war schon mal solide. Grundsolide. Und jetzt hier weitergehe und weitergehe. Komme ich auch nur hier wieder an. Ich mache mal ein paar Probebohrungen. Ja, ich könnte jetzt behaupten, es wäre viel passiert seit dem letzten Mal, aber es ist wenig passiert, deswegen habe ich auch nichts zu zeigen zu Anfang. Weil seit dem letzten Mal habe ich nicht wieder offline gespielt. Also offline. Offline ist es ja eh, aber so ohne euch war ich hier nicht aktiv und habe irgendwie rumgefrickelt. Deswegen alles nun live 3D und in Farbe. Und demnächst gibt es auch wieder einen Livecast, Livestream. Und zwar schon morgen, also je nachdem, wenn ihr das Video guckt. Am Tag, wo ihr das Video guckt, den darauf folgenden Mittwoch, ist es dann soweit gewesen. Ich glaube, die Bohrung war nicht sonderlich erfolgreich. Aber ich habe einen langen Tunnel gebaut. Juhu. So, das Ganze machen wir jetzt hier nochmal. Mit der langen Tunnel und so. Ja. Also am 18.07. Ja, da ist es mal wieder soweit. Da geht es live 3D und in Farbe los auf dem Server wahrscheinlich sogar. Da kommt drauf an, wie viele Leute da sind. Wenn nur 3, 4 Hansel da sind, geht es wieder weiter hier in dieser wunderschönen Offline-Welt. Wenn es dann wieder erwarten, ein paar mehr Leute sein... Ui! Sein sollten... Interessant, ich habe was gefunden. Also falls dem der Fall sein sollte, dass es ein paar mehr Leute sind, ja, können wir auch mal wieder auf dem Server ein bisschen unser Unwesen treiben. Sowieso gesehen haben mich mehrere Nachrichten erreicht, dass da ein paar Sachen aktuell nicht so glatt laufen. Die können wir uns dann mal vornehmen. Wahrscheinlich dann nicht Montag, sondern im Nachgang, aber Montag, Mittwoch. Ach mein Gott, ich bin schon wieder müde. Das kommt davon. So, ich höre Gegrunze. Grunze ist gut, weil es ist ein Zeichen dafür, dass es hier doch noch weitergeht. Dass wir hier in der Nähe der nächsten Höhle vielleicht sogar sind. Wir suchen ja bekanntlichermaßen immer noch den Übergang zwischen beiden. Und schauen wir mal, was wir finden. Während wir hier so suchen. Ach, da liegt noch Kohle rum. Die könnten wir auch mal mitnehmen. Den ganzen Kies haben wir jetzt schon eingepackt.
So, hochkonzentriert wurde das Kiesfeld entfernt und jetzt ist die Frage, wo es mal wieder knurrt, in welcher Ecke. Also wenn wir hier gleich von diesem Punkt aus wiederum Probebohrungen starten, damit wir den Punkt so einigermaßen fassen können, würde ich mal sagen. Wir geben ihm, in die Richtung also. Wir geben ihm eine Form, eine gar geometrische Form, in der sich das Ganze leicht machen lässt. So. Ja, eindeutig hinter dieser Wand, an der wir gerade arbeiten, befindet sich der nächste Zombie. Weg. So. So, schöne geometrische Grundform. Ein bisschen Licht noch vielleicht. Ja, da wir jetzt hier gleich durch die Wand wollen. Ach, das ist jetzt 4. Na, machen wir ein 2er, ne? Machen wir ein 2er. Geht schon, geht schon, geht schon. So. Na, es ist ganz nah, aber doch so fern. Muss ich hier doch ein bisschen nach oben gehen. Ja. Ah, es wird lauter. Gang mal fortsetzen und ein bisschen Licht hier ins Dunkel bringen. Damit der Schattenwurf wieder dafür sorgt, dass wir nichts sehen. Ich gehe mal eins nach oben. Ja. Und wir sind definitiv in einem anderen Teil der Höhle. Ja. Zum Glück war es King Creeper. Das ist doch immerhin schon mal positiv zu bemerken. So. Weniger positiv zu bemerken ist, dass es hier doch scheiße dunkel ist. Ich hatte ja gehofft, wir kommen hier in einen Punkt, an dem ich schon eine Fackel gesetzt habe. Aber das sieht mir eher so aus, als ob wir an einem Punkt angekommen wären, welcher wieder erwarten noch nie von uns betreten wurde. Was für ein Zufall, aber auch so ein Scheiß. So. Mal umgucken. Ja, sieht gut aus. Ratten gibt es auch überall. Das ist wiederum kein Zufall. Na toll, da ganz oben kommen wir wieder nicht ran. Aber soll mir jetzt auch erstmal egal sein. Nehmen wir erstmal das mit, wo wir rankommen. Demzufolge ist das alles, was wir erstmal kriegen, an Kohle in dieser Ecke. Ja. Gradigen ist toll. Wenn die Höhle nämlich mit ihren Übergängen und Auf- und Abgängen sehr unnatürlich wirkt, waren wir da schon mal. Na gut, wenn auch wenn Fackeln drin sind. Ui! Mistvieh. So. Oh, toll, Spinne. Oh.
Enderman. Irgendwo hier ist auch ein Enderman zu finden. Ach, ist das nicht schön. Hier ist doch die ganze Familie bald wieder glücklich vereint. Vier. Die Skelette. Die zwei Skelette. Ja, ja. Ist ja okay. Und auch der Enderman. Ja, ja, ja. Na komm, komm mal hier. So. Der Teleport ist da so ein bisschen rum. Aua. So, dann warten wir hier wohl mal einen Moment. Ach ja. Genau so. Genau so und nicht anders. Funktioniert das? So. Hier noch mal ein bisschen Licht. Da höre ich schon die nächsten Viecher. So ein Rotz. So. Na, zum Glück geht es ja in alle Richtungen weiter. Wäre sonst auch ein bisschen langweilig. Also nehmen wir erstmal diese Richtung hier. Uns vor. Sieht aber gut aus. Gut im Sinne von, wir sind gleich am Ende angekommen. Ja, das sind wir. Das ist mich eindeutig. Ach, die Kohle nehme ich mal mit. Kohle kann man immer gebrauchen. Eine alte Weisheit. Die Berliner unter euch, die ja so zahlreich vertreten sind, es hat eine neue Curry 36 für alle aufgemacht, direkt am Zoo, und schmeckt genauso beschissen wie im Original. Also wer auf den Geschmack ranzigen Fettes steht, möge einmal zum Zoo kommen und dort auch eine Curry 36 Currywurst essen. Wer allerdings seine Geschmacksnerven etwas sanfter penetrieren möchte, könnte gleich gegenüber zur Wursterei, die ist sehr zu empfehlen. Die werten Damen und Herren sind zwar ein wenig, naja, einarbeitungsbedürftig. Das ist, glaube ich, jetzt politisch korrekt formuliert. Sie sind noch ein bisschen langsam. Also es geht nicht so schnell von Hand, die Currywurst da zuzubereiten. Aber dafür schmeckt sie. Sie schmeckt. Ich habe meine Liebe zur Currywurst zurückentdeckt. Weil meine Lieblings-Currywurst-Budi wurde irgendwann aufgekauft. Weil ich keine Currywurst mehr gegessen, weil die überall so rotzig geschmeckt hat. Ja, ja, so war das. Damals, in den 30er Jahren. Da hat man nichts. Außer die Currywurst. So. Einmal wegpacken. Sehr schön. Das ist schön, dass ich jetzt immer alle dabei habe. Bin so stolz auf mich. Ja, richtiger Survival-Kräfter hier. Ich kann nichts mehr schocken, außer dass sich jetzt gleich wieder ein Creeper hinter mir in die Luft springt. Das schockt mich jedes Mal erneut. Ja, und auch mein Tod von der letzten, vorletzten Folge habe ich langsam wieder verknusen können. Also bis auf, dass ich diesen wunderschönen unterirdischen Canyon bislang noch nicht wieder entdeckt habe. Da geht es mir wie anderen Let's Playern. Was unterirdische Verirrungstaten angeht. Weiß nicht, ob er neben meinem Let's Play auch noch andere guckt. Ich gehe ja nicht davon aus. Naja, eigentlich schon. Auf jeden Fall,
gibt's da ja auch wunderschönes zu berichten und so. So, hier kamen wir, glaube ich, her. Nee. Sag schon genau, aber das ist ja hier ganz anders. So, da hoch. Das ist der Rundgang. Genau. Was ist jetzt hier? Ist auch nichts, außer ein bisschen Gravel. Ach genau, unnatürliche Treppen war ja der Hinweis. So. Dann sind wir hier in dieser Gravelhöhle. Genau. Ja. Dann müssten wir eigentlich... Warte mal. Dann müssten wir eigentlich da hinten irgendwo... Ach, verdammt. Ah. Ich hasse sie. Doch echt unglaublich. Scheiß Viehzeug hier immer. Nee, hier kann man doch auch nicht her. Hier haben wir doch uns gar nicht getraut auszuleuchten, weil wir waren ja fast tot. Mal. Oh. Komm spielen. Dämliches Rattenvieh. Ja. Komm du auch spielen, auch wenn du braun bist. Sind für alle da. Ja, ja. So. Den Kies hier räumen wir mal ein bisschen auf. Vielleicht zischt es wieder hinter mir. Ich sollte noch lernen, unerkundeten Gängen nicht den Rücken zuzukehren. Ah, das mache ich dann im nächsten Let's Play. In diesem wird noch mit vollem Risiko gecraftet. So. Was haben wir hier noch? Nur ein Dead End. Da geht es noch ein Stückchen weiter. Och, da ist ein Spawner. Wie geht's ins? So. Ach, toll. Super. Das freut mich aber. Schwarzpulver, Eimer. Können wir alles nicht mehr mitnehmen. Na, warte mal, dann lassen wir hier den Cobblestone. Davon haben wir bei Kies. Jetzt haben wir den Cobblestone hier und nehmen lieber den ganzen anderen Rotz mit. So. Apropos anderer Rotz. Pilze braucht kein Mensch. So. Spawner vernichtet. Kiste ebenfalls. Naja, falls wir die irgendwann wiederfinden sollten, haben wir ein bisschen Kabels. Das ist jetzt nicht so schlimm. Das ist doch eine Ressource, an die man relativ einfach kommt. Wohin gegen Eimer und Sättel? Also Sättel haben ja fast Seltenheitsgrad gehabt, damals, als sie noch selten waren. Inzwischen gibt es ja fast in jeder Ecke. Und Eimer sind sowieso immer toll, weil... Ah, toll. Weil man damit so schön Zeug durch die Gegend transportieren kann, ne? Das ist ja kein großes Geheimnis, wenn auch ein kleines. Dass Eimer schon immer eine super Idee waren. Kohle interessiert mich jetzt nur peripher. Ich möchte das Eisen haben, weil ich habe ja mein Gesamtrohstoffhaushalt, also mein Werkzeughaushalt, so ist es richtig, umgestellt auf Eisen. Also ich mache jetzt ganz, ganz viel Eisenwerkzeug. Aber dafür brauche ich halt immer wieder und kontinuierlich Nachschub von diesem gar wunderbaren Baumaterial. Da dem so ist, bin ich fleißig dabei, es einzusammeln. So, es war da hinten ja irgendwie ein Dead End, ne? Wird schon wieder aktiv verdrängt. Ja.
hier mal den Helm. So. Sehr schön. So, Eisen. Da war auf jeden Fall ein Dead End, genau. Und hier hinten war ja eigentlich auch sowas wie ein... Genau, da war der Mini-Dungeon mit dem Spawner. Das war's. So, und hier drüben waren wir im Endeffekt noch nicht wirklich. Aber auch hier finden wir irgendwann das natürliche Ende einer jeden Höhle, ein totes Ende. Ergo geht das hier auch durch und hinter uns. So, ein bisschen Luft gemacht. Ja, hier ist noch Eisen. Mehr Eisen. Mehr Eisen zu eins zu überbieten durch noch mehr Eisen. Ach ja. Heute ist Plattitüdenabend, glaube ich. Und ich bin nicht eingeladen. Gut, warte mal. Also da waren wir drin. Das sind ja quasi ein. Da waren wir auch drin. So, was ist jetzt hier? Hier ist dieser Übergang. Okay. Lass mal hier gucken. Hier haben wir auch alles abgeräumt. Und hier geht es so ein bisschen nach oben. Und da geht es hier nach unten, genau. Was im Endeffekt ja auch nur wieder ein Dead End ist. Und hier haben wir Kohle rausgeholt. Alles klar. Oh, ich hätte schon wieder so viel gerannt. Lecker. Stulle. Für zwischendurch. So, und jetzt ist hier die Frage natürlich, was ist was? Beides ist das gleiche, ne? Das ist hier nur von oben, von unten. Und da geht's wieder raus. Genau. Das ist hier von oben, das ist von unten. Genau. Ergo. Hier ist auch ein Dead End. Lassen wir das mal so aussehen, als ob es wirklich eins ist. Nicht, als ob hier noch viel kommen würde. Sicher, sicher. Oh. Das müssen wir natürlich hier mal so ein bisschen reingraben in den Gravel. In den Kies natürlich. Wir sind ja auf Deutsch umgeschwenkt. Also benennen wir die Sachen bei ihrem deutschen Namen. Es ist Kies. Alles ist erlaubt. So, dann bin ich hier oben und hier ist auch nichts. Hä? Fuck, wo ist denn der Übergang in die andere Höhle? Weil das und das ist das... Oh mein Gott. Ja. Ist das gleiche, wollte ich gerade noch anfügen, aber ich habe ja hier noch mehr gefunden. So, das heißt... Formschön, wie Höhlen halt sein sollen, machen wir diese hier auch mal. Das formvollendeter, als sie eben noch war. Zack. Genau. Weil hier sind wir ja eigentlich nur geradeaus durchgelaufen. Bis zum Ende. Des Arms. Ja, gut. Weiter, weiter. Ein bisschen Eisen noch auf dem Weg mitnehmen. So. Das ist der. Hier haben wir uns auch mal rausgebuddelt. Jetzt, wo ich sehe, fällt es mir auch wieder ein. Und draußen ist gerade Tag. Das ist auch praktisch. Und wo sind wir hier? Genau vor unserer Küste. Naja, gut. Also auf jeden Fall sind wir draußen. Das ist schon mal ganz gut. Scheiße, es regnet. Naja. Sommer in Deutschland. Wer kennt es nicht?
Ah, Mäuse werfen Getreidesamen. Und Rattenkohle. Und Enten nerven einfach bloß. Oh, was ist denn das hier? Hui. Okay, den kannte ich auch noch nicht, den Canyon. Okay. Ein offener Bruch im Boden. Soll uns alles nicht aufhalten. Ach, ist jetzt hier draußen Scheißwetter, ey. So. Haben wir aus dem Höhlensystem hier hinten schon mal mindestens drei Ausgänge, ne? Einmal in der Mitte, einmal der hier drüben und dann haben wir noch den hier. Hier ist ja auch noch einer hinter, den haben wir auch schon entdeckt. Aber von unserem großen Ziel, und zwar... Och, ist das putzig. Mini-Pferd. So. Gibt's hier auch Mini-Pferde? Ich glaub's ja nicht. Von unserem großen Ziel, einen Übergang in die andere Höhle zu finden, sind wir leider immer noch weit entfernt. Aber wir haben noch 10 Minuten, sehe ich gerade. Von daher... würde ich mal sagen, wir verteilen unsere Güter auf die entsprechenden Kisten. Ja, das kommt da rein. Eimer kommen auch vorne rein. Spinnenaugen haben wir hier. Pfeile kommen vorne rein. Sättel kommen hier rein. So. Ein neuer Fond, wie gesagt. Das ist ein Werkzeug, genau, voller Stein. Und Strings. So. Ja. So, Blätter. Mehr davon. Na gut, also, upsi. Nicht über die Kante fallen. Blätter kommen hier rein. Genau, vier nehmen wir wieder mit. Truhe kommt hier auch rein. Genau. So langsam ergibt das alles ein Bild. Naja. Wenn es kein Bild ist, dann immerhin eine Sinnhaftigkeit und ein Zusammenhang. Das ist auch richtig. Sobald die waren nämlich da oben schon voll. Den Dirt nehmen wir uns nicht wieder mit. Das ist uns scheißegal. Und die hier kommen eigentlich wieder mit, ne? Das heißt, wir müssen nur noch die paar Sachen hier oben loswerden. So, ja, und die Essenskisten habe ich jetzt immer noch nicht migriert. Ich behaupte ja immer gerne, ich möchte das offline machen, aber so langsam nervt es. Dass ich immer so weit denken muss. Oh mein Gott, schon wieder eine Maus. So, oh mein Gott. Eimer sollten die neue Minecraft-Währung werden. Dann hätten wir hier also ordentlich Zaster. Ist wenigstens Nacht. Oder Scheißwetter. Naja, Scheißwetter ist uns auch scheißegal, ne? Das war ja unsere Devise. Und wir wollen ja eigentlich da drüben gleich in das Höhlensystem. Also gehen wir jetzt hier einfach runter. Und zwar hier wieder. Und suchen jetzt diesen verdammten Übergang. Laufen nicht erst wieder Richtung Küste, sondern laufen einfach mal direkt dorthin, wo wir hinwollen. Ist doch mein Plan, oder? Weil wir sind ja jetzt schon ziemlich weit hinten. Genau, beim letzten Mal bin ich nämlich hier runter. Glaube ich. Oder? Soweit das ist. Autsch. Das ist der andere Teil vom Höhlensystem. Hier, wo wir schon viele unterwegs waren. Was ist jetzt hier so genau? Hier ist auf jeden Fall Beinbruch. Da ist Lava und da ist noch gar nicht ausgeleuchtet. Das sieht doch mal nach der richtigen Richtung aus. Ganz, ganz richtige Richtung, oder? Werte Freunde der Nacht.
Eine Kiste. Was mag da wohl drin sein? Auf jeden Fall ist jetzt gleich hier unten viel Holz. Das können wir uns schon mal holen. Auch nicht das verkehrteste Holz sollte man auch immer haben. So. Nee. Schau mal einer, guck. Wer bist du denn? Na, Schnutzelputzel? Na, Spiel? Oh. Dammit. Na, wenn du sie nicht umbringen kannst, solltest du dafür sorgen, dass sie dich ignorieren können. Eigentlich ein sehr einfaches, aber auch sehr effektives Motto. So. Läppisches Lazuli. Ach, der hat schon wieder verraten, was ich gucke. Ach ja, es ist ja aber auch schwer, von diesen liebgewonnenen Floskeln einfach einmal ablassen zu müssen, nur weil man selber so ein bisschen YouTube macht. Ohne den gleich als Plattitüde oder gar Plagiat zu gelten. Gut, es gibt immer Schlüpf. Jo. Gut, auf jeden Fall hätten wir damit hier schon mal ein bisschen Überblick generiert. War jetzt nicht 100% der Plan, den ich verfolgt habe, aber hat ja auch ganz gut funktioniert. Auch wenn es nicht der Plan war. So, und da ist dann wieder Spinnenzeug. So, ist mir egal. Ich will in diese Richtung. Das Creeper verreckt. Ist mir auch egal. So, hier machen wir mal Platz und ein bisschen Licht. Auf jeden Fall holen wir uns wieder das Eisen ran. Eisen geht es gleich viel leichter von der Hand. Diese Geschichte hier. So. Da. Warte mal. Jetzt bin ich irgendwie desorientiert. Nee, doch. Hä? Was? Wir sind ja hier oben rüber. Genau, da sind wir. Hallo, Creeper. Ja? Toll, immer wenn ich günstig rumstehe. Ja. Ja, jetzt ist der da runtergesprungen. Immer wenn ich günstig rumstehe, stürzen die sich in den Tod. Die haben so viel Respekt vor mir, dass sie sich lieber in den Freitod stürzen. Ha! Ich pro-game ich. So. Da, genau, weil dann sind wir hier nämlich eigentlich schon wieder an der Treppe. Genau. So. Hier so Gang. Damn you. Damn you, rechtwinkliger Perfektionismus. Genau, so. Das war nämlich dann so. Und hier waren wir dann anscheinend schon mal. Wo sind wir denn hier? Hui. Lazuli. Tja. Ich glaube, hier sind wir schon mal von dem Werwolf geflohen. So, die letzten 10 Minuten. Ich mal versuchen, in dieser Zeit noch was Sinnvolles mit mir anzufangen. Gut, es wäre jetzt sinnvoller, pennen zu gehen und das auszuschalten, aber ganz so sinnvoll muss es dann auch nicht sein, ne? Auch scheiße. So. Hier paaren sich die Ratten. Ist auch schön.
Hallo? Was? Au. Ja, Nachschlag? Geht's noch? So schön am Farm und dann kommen da einfach so Ratten an. Vor allem, die versuchen an den Kopf zu stoßen, weil sie wissen, dass sie nicht so viel Kraft haben. Ganz schön intelligente Mistviecher, wenn ihr mich fragt. So. Anti-Viehzeug spawn Fackeln. Noch dabei. So, jetzt muss ich mich erstmal wieder kurz orientieren, wo ich denn herkam. Genau, hier kamen wir her. Hier oben rüber und dann ist gut. Genau. Und deswegen gehen wir jetzt hier mal weiter. Wobei die andere Richtung besser wäre. Also so geradezu. Ich gehe nur noch mal kurz Ressourcen checken und dann haben wir ja hier auch einen Weg. Gar nicht so schlecht ist. So. Vor allem dieser jetzt. Der gefällt mir ganz gut, weil den können wir einfach mal kurz ausbauen. Ja, passt das nämlich auch. Runter bis auf die Lava-Ebene. So, was haben wir hier? Boah, würde sagen, auch irgendwas wie Lava-Ebene, ne? Ja. Langer Schacht und am Ende ist Lava. Sieht mir ziemlich wie die Lava-Ebene aus, ja. Weg mit dir. So, ein Crafting Table können wir uns auch noch bauen. Das ist auch nicht verkehrt. Ich habe mich schon lange nicht mehr über... Also ich freue mich schon lange nicht mehr über Eisen. Desto länger ich hier unten unterwegs bin, diese Höhle ist äußerst ergiebig. Jedenfalls bislang. Ach, schau mal einer, guck. Hier haben wir auch schon mal auch abgebaut. Sind wir jetzt hier wieder? Ah, hier sind wir da. Und da sind wir nirgends. Ja. Sind wir auch nirgends, aber wir sind durch. Ja. Guten Appetit. So. Da sind wir abgebogen und dann... Ah, okay. Und da wollten wir nicht vorbei, weil da war Lava und da war dunkel. Jetzt ist aber jetzt hier nicht mehr so dunkel. Ergo muss ich... Ach, da hinten geht's... Nee, da war ich eben gerade am Bauen, ne? Da oben geht's aber vielleicht noch weiter. Ja, sieht gut aus. Also müssen wir da erstmal wieder hochkraxeln. So. Genau. Da geht's nämlich noch weiter. Jetzt bauen wir uns jetzt hier gleich mal einfach ein Weg... Ein Wegilein rüber in das Dunkel der Nacht. Ist nämlich gut in diesem Fall. Das heißt nämlich die Richtung. Uiuiuiui. Nee. Werwolf. Wer es noch nicht mitgekriegt hat. Es gibt sie wirklich. So ein Scheiß. Und das Ganze bei esoterischer Entspannungsmusik. Aber ich brauche die, die beruhigt. Zwischendrin. So, ui. Hübsch. Auch ein Gang, wo wir noch nie waren. Den wir wahrscheinlich auch nie wieder betreten werden. Hallo. Draußen ist wohl wieder Tag.
Hihi. Dämliches Werwolf-Vieh. So, hier hinter ist wohl ein Spawner. Was für einer? Ein Zombie-Spawner. Zombie-Spawner ist jetzt nicht ganz so wichtig. Oh, Menschenfleisch, Menschenfleisch. Ja, ja, ja. Schlimm, Menschenfleisch. So, schon wieder ein Eimer. Ich kann fast eine Eimerkiste aufmachen. So, warte. So, welch mit dir Spawner? Mir reicht's auch so. Nichts weiter. Eine Ratte. Ist noch mehr von euch? So. Sieht jetzt nicht so aus, als ob es hier so ewig lang. Ui, ups. Unentdeckt weitergehen kann. Eine Ebene drunter. Ja, auch da sind auch die Ratten. Erstmal das Holz hier weg. So. Ich mit dem Holz. So. Jetzt hier gleich ein bisschen Booster. Aber gleich auch wieder nicht. Ach, da oben ist auch noch eine Ratte. Ist das nicht schön? So, hier war der Spawner. Hier kamen wir her. In welche Richtung war das jetzt? Grob. Das war quasi parallel zum Rest. Wir müssen in diese Richtung. Wenn wir in diese Richtung wollen, kommen wir, glaube ich, nicht umhin. Einfach mal eine Ebene nach unten und zu bewegen. Ui! Na, ist das nicht nett von dir? Na, komm, steh her. Komm hier, kuscheln, Scheißratte. So, und da ist die Mucke auch schon wieder vorbei. Das heißt, eigentlich wäre jetzt so Schluss. Aber wie jedes Mal will ich natürlich nicht abrupt die Sache hier abbrechen. Sondern erst, wenn ich wieder zu Hause angekommen bin. Och, ein Diamant. Ja, der Ausflug hat sich doch immerhin noch gelohnt. Doch noch, immerhin noch. Ihr hört schon, die Sprachprozessoren müssen demnächst neu gebootet werden. Und deswegen... würde ich jetzt einfach mal an dieser Stelle sagen, es war schön, dass ihr wieder dabei wart. Es wäre auch noch schöner, wenn es das nächste Mal wieder dabei wärt. Wuchtig. Geh weg. Ja, so, und hier ist eine Originalfackel. So. Noch weg. Iron kann ich nicht liegen lassen, das habe ich ja schon erklärt. Wieso das so ist. Blues. Ja. Mann, 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 Mann. So. Kohle. Kann ich mir mal eben leisten, dass sie liegen bleibt? Wo sind wir denn jetzt hier?
Moment. Mehrere Ebenen nach unten. So, Iron, das nehmen wir noch mit. Ach, ich hasse es mit Abzweigen hier. Ja, der war gut. Der war perfekt. Ja, so hell war gerade. Da grunzt schon wieder was. Ach, ich werde hier unten wieder verrecken. Ich habe ja einen Diamant in der Tasche. Eine alte Minecraft-Gesetzmäßigkeit hast du im Diamant, wirst du sterben. So einfach. So einfach ist das. So. Wassereinbruch beseitigt. Ach ja, in der Ebene sind wir jetzt. Oh, fuck it. Haha. Ha. Ach nein, falsch. Hihi. Ich weiß, wo ich bin. Ich weiß, wo ich bin. Ich weiß, wo ich bin. Ah ja. Also so weit weg war ich jetzt gar nicht. Eine Schildkröte. Aber ich bin eine Ebene weiter runter. Als am Start, aber jetzt verpissen wir uns. Jetzt geht's weg. Jetzt geht's raus. Jetzt mal sehen. Siehst du, jetzt habe ich ja hier, weil die Kisten weg sind, jetzt könnte ich hier wirklich diesen Verschlussmechanismus bauen. Naja, nehmen wir die Abkürzung durchs Gemüsebeet. So, jetzt wird noch final eingelagert. Einmal Golderz, immerhin 50 mal Eisenherz. Das ist gut. Das ist echt gut. Das so langsam wird das hier. Ja. Rotz, den keiner braucht. Diamant. Nun, das fällt mir jetzt erst auf. Meine Diamanten sind alle futsch. Nein. Ach, dieser scheiß Oger, ey. Ach. Mäh. Da ärgere ich mich jetzt schon wieder. Mäh, 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 mäh. Naja, was soll's? Bretter, Bretter. Bretter. Bretter? Zaun, Kisten. Erde. Genau, Erde ist knack. Dort und die sind da. So, der Kies ist hier. So, nur noch den Eimer wegbringen, dann haben wir es hinter uns, ne? Also ihr sowohl als auch ich oder so. Muss ich das jetzt noch hochladen und naja, passt ja. Passt ja alles. Ist ja erst ganz nicht so spät, wie ich eigentlich. Ach, verdammt. Guten Appetit zum Schluss. Ich freue mich schon, falls der ein oder andere morgen auch Zeit findet. Ab 21 Uhr geht es los. Da wird die Stimme auch wieder funktionieren. Bis dahin wünsche ich, gut unterhalten zu haben. Bis dahin. Bye bye. Tja, und wenn das wieder funktionieren würde mit dieser Scheiße hier. Die Scheiße mit der Scheiße.